Yo, hallo und herzlich willkommen YouTube. Schön auch wieder begrüßen zu dürfen zu einem ganz neuen Video und zwar von Call of Duty Modern Warfare 2 2022. In der Kampagne ist seit heute 19 Uhr spielbar und ja, dann gucken wir da jetzt gleich rein, wie es läuft. Also habt Spaß und viel Spaß mit dem Video. So Leute, jetzt kann es losgehen. Gut, dass ich noch nicht gedrückt habe auf Spiel starten. Ich habe zwischendurch noch meine Mutter angerufen, aber das wird ja rausgekattet für gewöhnlicherweise. Also, jetzt, let's go. Ich spiele zuerst mal auf Rekrut durch. Und nun genießt das Video. Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Maxwell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Da kommt ein Heli. Das muss man ihm lassen. Jetzt rauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. So, ich hoffe, das passt jetzt. So, weiter geht's. Bin ich froh, wenn ich weder morgen, übermorgen oder Montag meine neue Grafikkarte bekomme, die 3080. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Korbani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Korbani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Muss ich da jetzt runter? Beobachte den VIP-Ghost. Das muss er sein. Personenschutz, um das Ziel zu identifizieren. Ich sehe General Gorbrani. Verstanden. An alle Einheiten Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Das wird ordentlich knallen. Verstanden. Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei... Nein. Schuss! Rakete ist unterwegs. Herein. Laswell. General Shepard. Ich kenne diesen Blick.
Sind wir im Krieg? Das wüssten Sie bereits, Sir. Stimmt ganz genau. Was haben wir? Wir haben etwas zu Gorbranis Stellvertreter. Hassan Ziani, die Quds-Brigade. Aktuell verantwortlich für den Iran. Und versorgt Terroristen. Währung, Waffen, Daten. Er ist ambitioniert. Er ist gefährlich, Sir. Er will Vergeltung für den Gorbrani-Anschlag. Er plant etwas. Wir haben keinen Zugriff im Iran. Er ist nicht im Iran, Sir. Er ist gerade in Al-Masra. Was zur Hölle sucht er in Al-Masra? Nur ein Weg, das rauszufinden, Sir. Holen wir ihn uns. Wann? Was sagt Ihre Uhr? Wen schicken wir? Start in 5 Minuten. Roger. Die Marines laden jetzt ein. Sie und der Sergeant übernehmen die Leitung. Der Sergeant? Soap McTavish. Holen wir uns diese Bastarde, LT. Das wird klasse. Ach du Scheiße. Ghost, hören Sie? Ja, Sir. Probleme? Negativ, Sir. Ende. Luftschläge treffen feindliche Stellungen bei Al-Masra. Die Aufklärung meldet, Al-Katala zieht seine Kämpfer im Tal zusammen. Sie müssen dort irgendwas beschützen. Laut Überwachung sichern die Soldaten 3 Gebäude. Vielleicht ist Major Hassan da drin. Ghost und Soap führen eine Marine-Spezialeinheit an, um Hassan noch heute Nacht zu erwischen. Ein Hubschrauber bringt 2 Teams an separaten Punkten nahe am Zielgebiet rein. Bravo-Team, sichert und durchsucht Gebäude 1 und 2. Alpha-Team, Gebäude 3. Alle Schützen haben Feuerfreigabe. Aber wir brauchen Hassan lebendig für ein Verhör. Eine Sache noch. Major Hassan ist Al-Katalas Rückgrat. Die würden ihr Leben für ihn geben. Viel Erfolg. Bravo-Team geht hier raus. Alpha-Team bleibt an Bord und landet weiter weg. Beide Teams treffen sich in der Mitte. Denkt daran, wir wollen Hassan lebend. Nur im Notfall töten. Beeilung! Rakete! Ghost, wir müssen die Absturzstelle sofort sichern. Zuerst Hassan. Das lenkt den Beschuss von Alpha. Danach sichern wir die Absturzstelle. Verstanden? Roger. Dann los. Zum Gebäude vorrücken. Tür aufbrechen. Durchsuchen. Erdgeschosse sichern. Keine Spur von Hassan. Okay. An dem Abfolgschuss wurde mich doch gewöhnt.
An alle Bravos, zu Gebäude 2 vorrücken. An alle Einheiten, Absturzstelle unter Raketenbeschuss aus Gebäude 2. Eins geht rein. Oh. Shotgun, okay. Gehen in den ersten Stock. 7-1 rückt vor in den ersten Stock. Sie sind hier oben. Achi, es ist kein Wahr, bin nur mit hoch. Wieder da hochgeheizt. Bin getroffen! Mist, da ist einer im Flur. Er ist schon längst tot, der Flur. Da liegt er doch. Einer ist um die Ecke. Ghost, feindlicher Raketenwerfer ausgeschaltet. Aua. Trifft mich gleich, wann ist dann? Ghost, Gebäude 2 gesichert. Roger, auf zur Absturzstelle. Hab hier drin ein Video von Hassan. Hassan ist ihr Held. Die brauchen einen neuen Helden. So, neues Ziel, so sich der runter. Alles in Ordnung? Ja, die Platte hat's aufgehalten. Haben die Alpha abgeschossen? Ei. Jetzt können wir die Absturzstelle sichern. Alle Bravos draußen sammeln. Ghost, Soap. Alcatala ist bestens wir ausgerüstet. Wir helfen den Verletzten an der Absturzstelle. Der Rest von euch bleibt hier und gibt uns Deckung. Roger. Alpha 02 hier, Bravo 07. Gebäude 2 gesichert. Wir stoßen zu euch. Alpha hat verstanden. Rechnet mit Kontakt. Alcatala erwartet uns. Verbündete! Gut, euch zu sehen, Jungs. 5 sind tot, einer verwundet. Ich hab nur meine Waffe und kaum Munition. Helft mir dran. Keine Zeit, sie sind hier. Visier die Baumgrenze da an. Hab Aktivität. Wenn ihr was seht, dann schießt. Scheiße. Wie viel sind das? Angreifen! Schützen bei der Mauer! Recht gehabt, Lieutenant. Rakete! Wieso, wer schießt sie da doch nicht? Was ist denn jetzt Laser an der Shotgun? Sie bewegen sich noch da draußen. 7-6 brauche luftnahe Unterstützung auf die Baumreihe. Wird erledigt. In Position, Männer. Das war's noch nicht. 07, Luftunterstützung in 3 Minuten. Verstanden. Luftnahe Unterstützung kommt. Hey, da ist Rauch an der Baumreihe. Ich sehe nichts. Ja, sehr ein Scheiß. Beschuss! In Deckung! Die dürfen nicht warten! Erledigt. Ziel eliminiert. Einer von ihnen
Er hat gut getroffen. Zwei, drei getroffen! Am Boden! Weiter kämpfen! Das war's. Alles ruhig. Alles gut, Soap? Alles gut. 2-3 ist getroffen. Er ist tot. 7-2, ich brauch dich hier oben. Schon unterwegs. Ghost, wir sollten zum Gebäude zurück. Negativ. Wir halten die Position oder rücken vor. Hassan ist noch da draußen. 7-6, funk die Luftnahunterstützung an. Verstanden. Moment. 7-4, Kilo 01. Beschuss in einer Minute. Kommt gerade drauf, ich hab da noch so Dinger. Spart Munition und lasst sie näher kommen. Da kommen sie. Zum Angriff. Da wächst schon wieder noch ein Stück. Für Verwundeten-Evakuierung. Roger. Macht euch bereit. Hassan ist noch immer das Ziel. Ei. Holen wir uns den Wichser. Alpha, du kommst mit uns. Verstanden, Lieutenant. Los, Bewegung. Diese Wichser haben uns als Köder benutzt, oder? Ich muss das irgendwann noch umstellen, ne? Ausgebildet. Danke, weil ich hab Anlehnen auf T. Warum hab ich Anlehnen auf T? Ob Hassan noch hier ist? Der Absturz war ihre Chance. Mal sehen, ob sie sie genutzt haben. Die Flieger sind noch auf Position. Haltet sie in Reserve. Wir gehen rein. Roger. Sichtkontakt bei Gebäude 3. Das ist unser Ziel. Hassan könnte da drin sein. Die EBS-Flugzeuge werde. Mann am Boden! Scharfschütze auf dem Dach! Runter! Schieß endlich, Soap! McTavish, Position wechseln! Scharfschütze tot! Wow! Wir haben uns gegenseitig getroffen. Scharfschützen auf dem Dach! Schaltet sie aus! Verluste? 7-5 am Boden. Zum Geier sehen die uns! Al-Katala hat Nachtsicht. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Sergeant, der Scharfschütze! Ich sehe ihn gerade nicht, ne? Hab noch einen! Guter Schuss! Gib uns Deckungslauf! Rücken vor! Al-Katala macht Druck! Wenn Hassan nicht hier ist, was zur Hölle dann? Aua! Ohne Luftunterstützung kommen wir hier nicht durch! 7-6, auf das Gebäude, feuern sofort! Los, wir wissen nicht, ob Hassan da drin ist. Wir haben keine Wahl. Triff das Gebäude, 7-6, aber zerstöre es nicht. Kilo 01, vollerer Beschuss auf das Gebäude vor uns. Nicht einstürzen lassen. 7-6, verstanden, wir fliegen hoch. Seh nix. Schnell, Turmauer, Bewegung!
Mhm. Dieser Kampfflieger. Ah. Gott sei Dank für Luftunterstützung. Der Luftwasser ist noch in einem Stück. Ja, Stücke tot auf. Das erleichtert die Suche. An alle Bravos, vorrücken und das Gebäude sichern. Soap, rein da. Finden wir Hassan. Tot oder lebendig. 7-1, hier rein. Zurück! Oh, verdammt. Hat da gerade hier nur eine MP... M60 gelesen? Prüf die Leichen. Wir müssen Hassan identifizieren. Sieht irgendwer Hassan? Negativ. Keine Spur von Hassan. Negativ. HRZ nicht in Sicht. Negativ. Hier ist nichts von Hassan zu sehen. Einer weniger. Ich will nicht auf der Hüfte sprayen. Damit ich einen Fadenkreuz habe. Passt doch, okay. Ziemlich eng. Das ist nicht unser Mann. Rücke vor, Erdgeschoss. Unterwegs in den ersten Stock. Rücke vor zum ersten Stock. Ghost, habe ich erschossen. Hast du den Kill geklaut? Zwei Ziele, nicht Hassan. Sicher, Hassan ist überall. Überall ist hier nicht. Aber du, ob der das haltet auf die Pistole? Ein Schütze weniger. Die schleichen hier überall rum. Schleichen hier nicht überall rum, die haben da auch eigene Camperspots. Das ist ja auch neben mir, okay. Da ist der M16. Einer kalt gestellt. Da war hier. Das ist eine verdammte Kommandozentrale. Sieh dich um, Soap. Schau dich um und sieh, was. Ach nee, das wollte ich nicht. Such nach Anzeichen. Sieh dich um, so. Ah, da. Da, Hassans Uniform. Also war er hier. Haben ihn beim Sichern der Absturzstelle verloren. Soll das heißen, wir hätten nicht helfen sollen? Entscheidungen haben Folgen. An alle Bravos, hier draußen tut sich was. Bin unterwegs. An alle Bravos, draußen sammeln. Wenn Hassan weg ist, was zur Hölle beschützen sie dann noch? Finden wir es heraus. Was haben wir? Ein Lagerhaus. Rolltor ist offen. Ich hab drin was gehört. Verstanden. Sichern wir es.
Habe Kontakt! Also, die haben auch Schilder. Ich hab da ein Schildcrack. Alles sicher. Durchsuchen. Finden wir raus, was sie verbergen. Also die M16 ist geil. Was verdammt ist das? Alles auf Englisch. Heilige Scheiße. Ballistische Raketen. Ein mobiler Werfer. Die fliegen 1000 Meilen. Locker. Wie kommt der Iran denn an solche Technik? 7-6. Verbinde uns mit Laswell. Roger, Moment. Bravo 7-6. Charlie an Watcher 1. Bitte komm. Hier, Watcher 1. Ich höre. Laswell, hier Ghost. Wir haben etwas. Hoffentlich ist es Hassan. Ghost. Sieh dir das an. Ghost, habt ihr Hassan? Negativ. Hier ist ein Waffenlager. Hassan hat Raketen. Amerikanische. 07, hier Gold Eagle. Wiederholen Sie das. Ich wiederhole. Hassan hat amerikanische Raketen. Okay, alle raus. Heute noch, wenn ich bitten darf. Raus! Der Iran hat jetzt Raketen amerikanischer Bauart. Amerikanische Waffen in Al-Katalas Händen. Hassan verteilt einfach so unsere Marschflugkörper wie Bonbons an Halloween. Und wir kriegen das nicht mit? Gib dem Iran glaubhafte Abstreitbarkeit. Abstreitbarkeit am Arsch, das ist die Handschrift vom Iran. Und ich will wissen, wie viele sie haben und wo sie sie einsetzen wollen. Wenn Hassan Raketen verschiebt, dann mit einem Partner. Nun, dann wäre es vielleicht klug zu wissen, wer das ist. Mein Team braucht 2 Stunden für die Raketen, Sir. Dann kenne ich jeden, der sie jemals berührt hat. Negativ. Sie werden zerstört. General, das sind wertvolle Daten. Das ist ein Geheimdienstversagen, Laswell. Es wird kein taktisches werden. Da werden 500 feindliche Soldaten vor Ort sein, wenn die Sonne aufgeht. Wir haben keine Zeit. Gold Eagle hier an Ghost. Evakuieren und Beschuss anfordern. Diese Waffen werden zerstört. Alles klar, Kommando. Amsterdam. Was zur Hölle hat Amsterdam damit zu tun? Ein Umschlagplatz für Schmuggler. Häfen und Kanäle sind ungesichert. Der Iran hat dort Freunde. Und wir auch. Wen? Den Captain. Er verfolgt eine Al-Katala-Zelle in diesem Moment. Und ich dachte, sie bringt mir heute nur schlechte Nachrichten. Ich kontaktiere ihn und kümmere mich darum, Sir. Kate Laswell wieder im Einsatz? Ich will das vom Tisch. Ohne Fehler. Sehe ich genauso. Kate, ich will den Kerl mit Schleifchen als Geschenk verpackt. Und bis dahin bleibt das unter uns. Natürlich, Sir. Bist du da? Knapp eine Stunde. Wo bist du jetzt? Kanal. Unter einer Brücke. Beobachte ein Al-Katala-Boot. Befördert es einen Raketencontainer? Negativ. Das hier nicht. Hoffentlich führt es uns zu dem mit der Ladung. Ich melde mich. Gas. Alles klar? Bereit, Captain. Folgen wir ihm.
Alles klar, Leswood in Position. Okay, John. Was hast du? Alcatala belädt hier ein Frachtboot. Das ist das Ziel. Geht an Bord und findet raus, mit wem sie arbeiten. Roger. Das Gelände wird bewacht. Ja, hier sind lauter Wachen an den Docks. Ihr müsst sie beseitigen und euch zum Boot begeben. An die Arbeit jetzt. Ende. Okay, trennen wir uns. Ich übernehme draußen. Du sicherst die Docks. Schön leise. Wir treffen uns beim Boot. Check. Dann los, Cap. So, und an der Stelle sage ich schon mal Danke fürs Zusehen. Das war's mit dem ersten Video und mit der. Mit der Anfangsszene vom neuen Abschnitt, also vom zweiten Abschnitt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Haut rein. Leise ausschalten und zum Boot vorarbeiten. Erledigen wir das. Danke, Price. Und ciao.